ein schauriger Tag, auch im ungarischen Győr. Denn der Zoo hatte an diesem Tag ab 16.30 Uhr seine Tore für alle Halloween-Fans geöffnet. Doch der Zoo war an diesem Tag irgendwie anders und besonders finster. Viele dunkle Ecken waren bestückt mit gruseligen Gestalten, die ein oder andere Szene aus einem Horrorfilm war auch wieder zu entdecken. Auch die Tiere hatten sich auf die Horrornacht vorbereitet und haben für diesen Tag Überstunden gemacht. Und welche Tiere an Halloween besonders wach sind, erklärt uns die Pressesprecherin im Zoo. Die Großkatzen sind besonders wachsam heute. Allgemein sind die Tiere heute sehr aufmerksam und beobachten die merkwürdig bekleideten Besucher. Einige Tiere verschlafen aber auch einfach das Event. Wir veranstalten das Event bereits seit 10 Jahren mit immer spannenden Programmen und es wird immer beliebter, denn immer mehr Menschen kommen an diesem Abend in den Zoo. Neben den Tieren im Dunkeln trafen die Besucher an diesem Abend auch auf Hellrider mit brennenden Motorrädern oder Graf Dracula mit seinem Gespann. Auch zu Besuch der Höllenhund. So konnte sich manch Besucher zu Tode fürchten an Halloween und der ein oder andere hatte mit Sicherheit eine schlaflose Nacht. Die Tiere konnten sich nach 22 Uhr dann auch zur Ruhe legen und Graf Dracula und Co. schlossen die Tore des Zoos. Nach Halloween haben die Kürbisse dann wohl nur noch einen Zweck, vielleicht als Futtermittel und Leckerli für den ein oder anderen Vierbeiner.